Wenn Sie nicht aufhören zu klatschen, dann ist das nicht mehr mein Land. Wir sollten uns alle entspannen. Übrigens auch, was diese Flüchtlinge angeht. Sie sehen es ja auch an mir. Irgendwann kehren alle Flüchtlinge in ihre Heimat zurück. Und die EU-Innenminister, die kümmern sich jetzt ja um die Verteilung der Flüchtlinge. Überhaupt kein Problem. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat schon angedeutet, dass er alle wunderbaren Neger behalten will. Wunderbarer Neger, das hat übrigens einen riesen Aufriss gab es deswegen bei Facebook, weil Facebook gesagt hat, ey, das geht so nicht, wir möchten, dass Herrmann das wunderbar sofort wieder zurücknimmt. Nur sein Chef, Horst Seehofer, der stellt sich da irgendwie noch quer. Dem Spiegel hat Seehofer Folgendes gesagt. Insbesondere Asylsuchende aus muslimischen Ländern sind Begegnungen mit massiv alkoholisierten Menschen in der Öffentlichkeit nicht gewohnt. Und das muss man sich mal vorstellen. So tickt nämlich der bayerische Ministerpräsident. Meine Sorgen ertränke ich in Weißbier und die Flüchtlinge im Mittelmeer. Ja? Ja. Haben Sie gemerkt, ist so ein Ho-Ho-Lacher. Ja? Sie müssen bei der Eröffnung des Oktoberfestes dann übrigens mal demnächst ganz genau hinhören. Dann werden Sie merken, dass Seehofer dieses Jahr ganz laut ruft, Abschied ist. Ja? Vielleicht muss man aber sogar Verständnis haben. Ich meine, die Bayern haben halt politisch gesehen jetzt schlechte Erfahrung mit Leuten, die sie aus Österreich haben einwandern lassen. Das war aber Führer. Früher. Es ist mein Fehler. Das Problem ist ja dieses andauernde Hin und Her. Grenzen auf, Grenzen zu. Ja. Aber letztendlich ist das schon irgendwie typisch deutsch. Ja. Man sagt gewissermaßen, Refugees are welcome, aber nur zu unseren Bürozeiten, werktags 9 bis 17 Uhr. Ja. Wir Deutschen müssen jetzt echt lernen, uns zu entspannen. Ja? Man muss das Beste aus der Situation machen. Viele deutsche Arbeitslose haben immer noch Angst, dass die Flüchtlinge ihnen die Jobs wegnehmen. Da soll ich einfach mal kreativ mit der Situation umgehen und auf Schlepper oder sowas umschulen. Ja? Dann wird es funktionieren. Oder nehmt euch ein Beispiel an der CDU Sachsen. Die macht ihre Schwäche zu einer Tugend. Ja? Die CDU Sachsen hat nämlich Folgendes getwittert. Hashtag Grenzkontrollen sind unumgänglicher Schritt. Hashtag, jetzt kommt's, Europa besteht nicht nur aus Rechten, sondern auch aus Pflichten. Ja. Ja. Über wen haben wir uns jetzt? Wer hat sich noch nicht zu Wort gemeldet? Wer fehlt noch? Die oberste Instanz unseres Landes? Till Schweiger, richtig, ja. Till Schweiger ist immer mehr die moralische Instanz in Sachen Flüchtlingen. Man nennt ihn schon den nuschelnden Helmut Schmidt. Ja. Der wird demnächst wahrscheinlich in Bayern so eine Vorzeigepartei aufmachen. Ja? Nein, nein, wir meinen natürlich nicht Til Schweiger, sondern oberste Instanz ist Angela Merkel. Die Frau, vor der wir immerhin einige Tage Respekt hatten. Und jetzt beschäftigt sie sich vor allem mit einer Frage, ob sie sich bei ihren Terminen in den Flüchtlingsunterkünften auch mit den Flüchtlingen unterhalten muss oder ob es reicht, dass sie die einfach nur streichelt. Ja?